Morgen, heute soll ein Flohmarkt sein. Ich schaue ganz kurz vorbei, weil ich eigentlich einen anderen, was heißt Termin, ein anderes Vorhaben habe. Muss ich mal besuchen. Aber vielleicht kann ich das noch schnell mit einbauen. Eine schnelle Runde. Spezieller Fokus auf analoge Fotoapparate, da habe ich gerade wieder ein bisschen Bock drauf. Vielleicht finde ich da einen schönen alten Fotoapparat für lau. Ansonsten will ich eigentlich nichts mitnehmen. Aber lassen wir uns überraschen, ob er überhaupt stattfindet. Wir sehen uns dann am Ende vom Video mit den Funden, falls ich welche habe. Falls ich nichts finde, dann ist das Video sowieso Geschichte. Hallo zusammen, es hätte heute fast ein Flohmarkt-Video werden können. Ich war auf dem Flohmarkt, bin einmal durchgegangen, habe sogar was gefunden, aber ich habe es dann doch nicht gekauft. Und zwar wäre es gewesen ein geiler 50 Kilo Schraubstock. Ich habe den Verkäufer ein bisschen runterhandeln können, habe aber trotzdem noch 10 Euro zu wenig dabei gehabt und 50 Kilo Schraubstock schleppen zum Auto, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. War schwer versucht, aber habe es dann doch gelassen. Also heute keine Funde vom Flohmarkt. Vielleicht das nächste Mal wieder. Aber ich habe eine andere Geschichte. Und zwar habe ich hier auf dem Tisch unter mir gerade eine riesen Parade aufgebaut. Das zeige ich euch jetzt einmal. Ich bin ja gerade mal wieder ein bisschen auf analoge Fotografie. Mir macht es gerade wieder Spaß, mit den alten Kameras ein bisschen zu knipsen, wie man früher gesagt hat. Und was macht man, wenn man wieder irgend so eine Anwandlung kriegt? Man schaut, was die Sachen gerade kosten, was angeboten wird auf eBay und eBay Kleinanzeigen. Und da habe ich mir etliches angeschafft. Und ich will euch heute zeigen, wie viel analoge Kamera man für 105 Euro bekommen kann. Ich filme jetzt mal kurz drüber über den Tisch und dann zeige ich euch die Sachen, die ich gekauft habe, einzeln einmal vor der Linse. Ihr seht ja diese. Angefangen hat es mit der Suche nach einem Objektiv für meine Praktika, weil da die Lamellen, die Blenden fest sind. Da wollte ich mal Objektiv kaufen, aber ein einzelnes Objektiv kostet meistens so viel wie eine ganze Kamera. Das ist ein Phänomen, also wenn ich ein ganzes Paket kaufe, dann kriege ich vielleicht die Kamera für 25 Euro, 30 Euro. Ein einzelnes Objektiv kostet dasselbe. Da bin ich auf eine andere Kamera gestoßen, und zwar auf eine Revuflex, die SC2. Ich habe die SD1. Das ist meine Lieblingskamera. Warum? Weil es meine zweite Spiegelreflex ist, die ich mir in den frühen 80ern gekauft habe und die ich heute noch habe und die ich liebe. Und da habe ich diese SC2 gefunden. Die hat ein japanisches Cosina Objektiv drauf auf 50 mm. Und da habe ich gedacht, das Objektiv könnte bei der Praktika auch passen, weil die Schraubgewinde haben. War aber Trugschluss, weil die SC2 im Gegensatz zu meiner SD1 Bajonett hat. Passt also nicht, aber ich habe die ganze Kamera mit dem Objektiv für 25 Euro bekommen. Die schaut noch super aus, hat eine modernere Belichtungsmessung wie die SD1, wo ich habe. Film ist schon drin, ist schon im Gebrauch. Fotos kann ich noch nichts sagen, die sind noch in der Kamera. Dann habe ich ein bisschen Videos angeschaut auf YouTube. So Leute, die sich mit Kameras befassen und Kameras vorstellen, auch analoge. Und da bin ich auf die Nikon EM gekommen. Ende der 70er Jahre auf den Markt gekommen. Damals mit die kleinste und schlankeste Spiegelreflex, die auf dem Markt war. Man hat die als Damen- und Frauenkamera bezeichnet. Man kann mit der manuell fotografieren, aber sie hat auch eine Belichtungsautomatik, eine Zeitautomatik.
Kamera ist wunderbar. Das war das teuerste Stück, wo ich gekauft habe, für 60 Euro. Ich brauche jetzt bloß noch da unten die Spannungsquelle für die Belichtungsmessung. Aber sonst ist die, geht die Butter weich, hat einen ganz tollen Sucher. Also glasklar, baut schön schlank. Ich denke, das wird was für meine Schwarz-Weiß-Filme. 60 Euro. Die EM, ich will Kameras mit nicht zu viel technischen Schnickschnack eigentlich beim analogen Fotografieren. Und dann habe ich mich mit meinem Arbeitskollegen unterhalten, der auch viel auf Flohmärkten ist. Er hat gesagt, du, hör zu, Ralf, wenn du mal alte Kameras siehst auf dem Flohmarkt, gib mir Bescheid, fotografiere die. Und zwei Tage später schickt er mir WhatsApp, du, ich war auf einer Haushaltsauflösung, der schaut nach anderen Sachen wie ich, der hat ein anderes Beuteschema, aber der hat eine ganze Menge Kameras im Angebot. Das war so eine ganze Sporttasche voll. Er hat mir dann ein Bild geschickt von den Kameras. Ich habe kurz nachgegoogelt, okay, würde mich interessieren. Und dann hat er die 1, 2, 3 Kameras für sage und schreibe 25 Euro dem abgenommen. Es war natürlich ein Risikokauf, ich konnte die Kameras nicht anschauen, die Katze im Sack kaufen, aber 25 Euro, null Risiko. Wenn es einfach nicht funktioniert, dann hat man halt 25 Euro in den Sand gesetzt. Jetzt zeige ich euch, was da alles dabei war. Es waren 3 Kameras, dann Blitzgeräte und ein paar Objektive. Wo fange ich an? Fangen wir mit der hier an. Exakta. Mit einem 35 bis 70 mm Objektiv, also Weitwinkel und ein bisschen leichtes Tele, finde ich super, hat man alles dabei, wenn man irgendwo zum Schießen geht. Ich nehme die Kamera in der Hand, Auslöser fest, geht nichts. Haben wir gedacht, okay, ist ein bisschen im Feuchten gelegen und so. Hab sie ein bisschen in einen Wärmeschrank gelegt, aber ein bisschen da, hier und da die Mechanik mit einem Feinmechaniköl behandelt. Mal ging sie nicht. Bis ich was entdeckt habe. Natürlich sollte man am besten eine Bedienungsanleitung haben, bevor man sich mit der Kamera befasst. Und die hat hier so eine, jetzt geht sie natürlich. Ist ein, glaube ich, ein DDR-Produkt gewesen. Die Exakta wurde später dann nach. Jetzt ist sie gebaut in Japan. Japan. Also ich glaube, das ging nachher der Name und ging nach Japan, wurde in Japan dann produziert. Und die hat hier am Transportheber so eine kleine Nase. Und wenn man den ganz reinschiebt, ist der Auslöser blockiert. Ich denke, dass das der Fehler war. Im Nachhinein habe ich nachher gemerkt, wenn der Auslöser ausgeklappt ist, geht das Ding. Bin gespannt drauf. Schöne mechanische Analogkamera. Auch warte ich hier auf die Spannungsquelle. Dann war noch ein Praktiker dabei. Die hat auch hier und da an der Mechanik ein bisschen rostig ausgeschaut, am Transporthebel, am Selbstauslöser. Und auch da, bei der war es so, dass der Spiegel hochgeklappt war. Die Kamera war gespannt und ließ sich nicht auslösen, sondern ließ sich auch nicht transportieren. Auch in Wärmeschrank ein bisschen geölt, bisschen gemacht. Und irgendwann ist der Spiegel nachher runtergeklappt und das Ding funktioniert wieder. Wunderbar. Auch hier warte ich auf die Batterie für die Belichtungsmessung. War, glaube ich, das letzte Modell des Praktiker produziert hat, so 87 bis 90 in der Endphase der DDR. Steht auch noch Made in German Democratic Republic drauf. Ich hab ja schon eine Praktiker, das war meine erste Spiegelreflex, die ich überhaupt hatte, 1981. Auch die wird getestet. BX20 von Praktiker mit einem normalen Carl Zeiss Jena Objektiv drauf, 50 mm.
Carl Zeiss Jena, das spricht für sich. Und dazu gibt es ja auch noch ein Teleobjektiv für die Praktiker. Pentacon. Passt bei der Praktiker. War auch noch dabei bei den 25 Euro. Und zu guter Letzt war noch hier das Flaggschiff von dem Konvolut. Eine Nikon F90X drin. Ich habe die in die Hand genommen und dann habe ich da hinten gesehen, so eine halb offene Blende beim Sucher. Und ich dachte, oh je, das schaut schlecht aus. Die ließ sich dann aber hier mit dem Hebel, ich kenne ja die Kamera nicht, wieder aufmachen. Batterie war keine drin. Die habe ich dann zu Hause rein, die Batterien. Das sind hier so handelsübliche Mignon-Zellen, 4 Stück, also sehr gut. Die kriegt man überall und sind dann so teuer wie die speziellen Fotobatterien. Batterie rein, eingeschaltet und das Ding geht. Autofokus, alle Programme. War wohl Anfang der 2000er, ganz weit vorne die Kamera. Nicht das Topmodell von Nikon, aber mit allen Funktionen, die das Topmodell auch hatte. Die wiegt ungefähr 1,5 Kilo, ist jetzt schon ein Film drin. Ein tolles Objektiv auch drauf, 28 bis 70 mm, also wieder Weitwinkel bis leichtes Tele. Man kann mit der Kamera also schön auf Safari gehen. 1,5 Kilo, mordsmassiv. Bin schon gespannt auf den ersten Film. Jetzt habe ich mal zusammengezählt. Dann, ja, das war auch noch dabei. Hier so eine Konverterlinse, so ein Fischauge oder Weitwinkel von Sony. Ein Nikon Blitz, der ist leider kaputt. Den habe ich nicht zum Laufen bekommen, da waren oxidierte Batterien drin. Ich habe alles sauber gemacht, Kontaktspray. Also der geht nicht, da muss ich mir einen besorgen. Und ein Metz Megablitz war auch noch drin, mit so einem komischen Akkupack. Keine Ahnung, wie man den auflädt. Brauche ich eigentlich nicht. Aber das war's jetzt. 25 Euro für dieses Konvolut. Alles zusammen. Nikon F90X. Reflex SC2, Exacta HS10, Praktiker BX20 und die Nikon IM, alles zusammen 105 Euro. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Das ist weniger als damals eine Kamera gekostet hat, die billigste. Die hat, glaube ich, 2,99 gekostet, D-Mark, also 150 Euro. Ich danke euch fürs Zuschauen. Zu den Kameras kann ich extra noch mal einzeln Filmchen machen oder euch die Ergebnisse zeigen, wenn ich die ersten Filme geschossen habe. Die ersten sind schon abgegeben, wieder von meinen analogen Filmen. Bin gespannt, was drauf war. Das waren alte Filme. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst mal wieder mit irgendeinem anderen Thema. Ciao und Servus.